Detsona Mikrofon mit einem neuen Video zu Fortnite. Und Leute, ich habe gute Nachrichten. Es scheint so, als käme dieses Update 15.2 diese Woche. Fortnite hat es bereits auf ihre Server gespielt und ist es fleißig am Testen. Es kann sein, dass es morgen gegen 10 Uhr deutsche Zeit oder am Donnerstag gegen 10 Uhr deutsche Zeit kommt. Donnerstag natürlich wieder ganz normal die wöchentlichen neuen Challenges und das Update natürlich mit eventuell ein paar Map-Challenges. Und zwar haben wir im Kolosseum schon gehört, dass da eventuell geflutet wird, weil früher in den Gladiatorenkämpfen auch mal Wasser in die Arena gemacht wurde, um dort Schiffskämpfe auszutragen. Also werden vielleicht zwei Schiffe ins Kolosseum hinzugefügt. Und welche Map-Challenge noch kommen, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall könnte es bei Mandalorian, bei dem Schiff, ein bisschen Changes geben. Und ein weiterer Change könnte natürlich beim Zero Point auftauchen. Der wird eventuell größer oder verändert sich ein wenig. Und ja, das war's soweit. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es ein Update geben wird, was dieses Wettkampfmodus angeht. Und zwar wird es einen neuen Wettkampf geben. Es gibt einen spanischen Streamer, ist das glaube ich, der heißt CraftG oder CraftG. Und der macht Fortnite-Videos. Dem haben sie zu Ehren einen Skin angefertigt, wie schon bei Ninja oder bei Lachlan. Bei Lachlan mussten wir nur die Spitzhacke nehmen und konnten uns nur mit Spitzhacke gegen Gegner wehren und Impulsgranaten. Dann konnten wir mal den Ninja-Skin gewinnen, aber die Shops kamen natürlich auch im... Die Skins kamen natürlich auch im Shop. Jetzt ist das Ganze mit CraftG-Skin halt. Ich zeige euch das Gleiche hier gleich noch, wie der aussieht. Und der Cup startet auf jeden Fall am Donnerstagabend um 18 Uhr. Vielleicht verschieben sie es wieder wie bei den Marvel Cups auf 19 Uhr. Das werden wir dann sehen. Und dort ist der Floor Lava. Das heißt, der Boden wird immer mehr und mehr mit Lava bedeckt sein. Ihr könnt euch also hochbauen und müsst sehen, dass ihr überlebt. Ihr könnt euch schneller bewegen und kriegt Explosionswaffen. Und ja, ich glaube, Jetpacks waren mal früher dabei. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Auf jeden Fall müsst ihr da relativ lange durchhalten. Wenn ihr eine gute Platzierung erzielt, dann könnt ihr auf jeden Fall den Skin umsonst freischalten. Das Ganze könnt ihr am Freitag wiederholen. Solltet ihr es nicht schaffen, unter die Top 200 oder Top 800 oder was auch immer, die dieses Mal als Limit festgelegt haben, zu kommen, dann könnt ihr natürlich euch am nächsten Tag den Skin auch noch im Shop kaufen. Das wird wahrscheinlich so um die 2000 V-Bucks kosten. Vielleicht 2800. Wir werden es sehen. Dann gibt es natürlich im Update auf jeden Fall noch die ein oder andere exotische Waffe. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht mit ein paar Datenfiles von exotischen Waffen, die gelegt wurden. Aber es ist nicht ganz klar, welche kommt. Es könnte sein, dass die SMG Frozen kommt. Das ist dieses, ja, ich sag mal, Maschinenpistolengewehr, womit ihr die Gegner abschießt, aber sie auch gleichzeitig verlangsamt. Also wird sich ein Gegner vielleicht zwei, dreimal überlegen, ob er bei euch in die Box kommt und versucht, euch den Garaus zu machen. Dann könnte es sein, dass ein Granatenwerfer kommt, der Zwerge schießt. Und ja, dazu werde ich auf jeden Fall direkt Videos machen, wo ihr die Waffen bekommt, was die kosten, was die können. Ich werde sie testen. Lasst gerne ein Like oder Abo da, um es nicht zu verpassen. Jetzt zeige ich euch mal hier gerade den Cup. Das ist nämlich heute frisch veröffentlicht worden. Hier seht ihr den Skin CraftG. Er hat drei Bälle in der Hand. Das ist wahrscheinlich sein Backbling. Und hier sehen wir schon Donnerstag, 14. Januar, heiße Sohle-Turnier. Heiße Sohle, wir wollen es natürlich nicht in der Lava verbrennen. Hier seht ihr nochmal die zwei Cups. 14. Januar steht hier, aber meines Wissens nach müsste das am Donnerstag und am Freitag laufen. Und es gibt einmal hier den Solo-Modus und den Team-Modus. Am Freitag wird es dann vielleicht nochmal ein Turnier geben, auch nochmal Solo- und Team-Modus. 18 bis 21 Uhr sind die Zeiten. Und da könnt ihr dann auf jeden Fall 3 Stunden spielen und 12 Matches machen. Habt ihr diese 12 Matches in den 3 Stunden gemacht, dann könnt ihr nicht noch ein 13. Match machen. Dann müsst ihr nur hoffen, dass ihr genug Punkte gesammelt habt. Punkte sammelt ihr wahrscheinlich mit langen Überleben oder Kills. Und ja, kommt dann in die Top 8, kommt in die Top 6 und so. Das gibt dann als Punkte und dann wird das addiert. Und dann seht ihr, wo ihr in der Weltrangliste steht, beziehungsweise für Europa. Und wenn ihr dann so Top 200 oder so seid, dann könnt ihr auf jeden Fall den Skin euer eigen nennen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen informiert, was jetzt so die Tage ansteht. Seid auf jeden Fall nicht überrascht, wenn morgen um 10 Uhr ein Update da ist. Sollte es morgen nicht kommen, gehe ich stark davon aus, dass es Donnerstag kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Woche wieder kein Update kommt. Viele hatten sogar schon letzte Woche gesagt, dass Update käme. Ich habe diesen Dienstag schon darauf gehofft und es kam wieder kein Update. Aber ich gehe stark davon aus, dass es spätestens übermorgen und eventuell schon morgen auf den Servern da ist. Wie gesagt, ewig ist das Ganze schon am Testen und das kann jetzt nicht mehr lange dauern.
Dann werden wir wahrscheinlich den Mystery Skin sehen. Ich habe jetzt schon mal ein Video dazu gemacht, dass es momentan sehr wahrscheinlich ist, dass es der Predator ist. Aber viele sagen auch, es ist Agent Jonesy oder die weibliche Midas. Genau zu 100% kann noch keiner sagen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es der Predator sein wird, auch weil er Epic eine Kooperation mit Disney hat und Predator mittlerweile zu Disney gehört und das Ganze einfach super passt. Und es fehlt einfach noch ein Boss. Wir haben bis jetzt nur Rabatz, das ist relativ wenig. Ich würde es feiern, wenn noch ein Predator-Boss in Safety Stronghold auf uns lauert. So Leute, das war's erstmal von mir. Folgt mir gerne, damit ihr nicht verpasst, was die nächsten Tage Neues dabei ist. Donnerstag natürlich wieder die üblichen Challenges, Herausforderungen, wie ihr diese am schnellsten und am besten löst. Und ansonsten Leute, wir sehen uns die Tage. Haut rein und fröhliches Fortnite-Spielen wünsche ich euch. Dead Zone, haut rein!